Hallo und ganz herzlich willkommen zum Finale der Clash of Clans Bundesliga Saison Nummer 2. Im Finale stehen Simon gegen Stefan und wir gucken mal direkt rein. Okay, wir sehen schon mal den Warden mit ein paar Heilerinnen und es ist kein Hybrid. Oh, da wird schon mal ein bisschen was gesappt und mit einem Erdbeben kaputt gemacht. Was will er machen? Was hat er überhaupt noch für Truppen? Damit wir jetzt mal direkt mal hier reingehen, er hat noch die Belagerungskaserne, 7 Bowler, 3 Hexen, 2 Minions, 5 mal Yeti. Ah, interessant. Was jetzt quasi die Regeln sind von diesem Finale. Wir spielen Best of 3, bedeutet, wer 2 Spiele gewinnt, der hat gewonnen. Das erste Spiel läuft noch parallel, danach werden wir aber mal sehen, ob wir das parallel machen oder ob wir das quasi hintereinander machen. Oh, da sind vier Tesla auf jeden Fall. Oh, und die Hexe räumt jetzt schon mal an der Seite ein bisschen auf, zusammen mit dem Yeti, der natürlich tanken muss für die Hexen, der natürlich da schon mal das vom Minenwerfer abfangen muss. Oh Gott. Da kommt jetzt schon einiges. So, er hat schon ganz gut jetzt getunnelt, er hat schon ganz gut freigemacht. Jetzt kann der Rest hinterherkommen. Die Belagerungskaserne nach links, damit die Truppen natürlich nicht links unten weglaufen. Die sollen gleich schön in die Mitte rein. Die Pekka kümmert sich jetzt unten um den Minenwerfer. Der König läuft auf den Magierturm zu. Es läuft bisher ganz gut für ihn. Oh, da geht der Hund kaputt. Der Hund ist kaputt. Der Hund wird jetzt gleich kaputt gemacht. Auf jeden Fall. Also quasi Lava-Puppies werden kaputt gemacht. Das Rathaus ist aktiviert. Er hat den Warden gezündet. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. 42%. Komm, Stefan. Stefan war ich schon. Simon. Oh Mann, Stefan ist ja der Verteidiger. So, in der Mitte. Ein bisschen verlangsamt natürlich die Bowler durch den Giga-Inferno, aber der X-Bogen ist fast kaputt. Die Hexe hilft noch ein bisschen mit. So, Magierturm ist auch kaputt. 58%. Die Gladi an der Seite kümmert sich jetzt schon mal um die Verteidigungsanlagen und jetzt um die Bogentürme, beziehungsweise den einen Bogenturm um den Minenwerfer und jetzt gleich auch noch um den Magierturm. Das Katapult ist allerdings noch am Leben. Wir werden sehen, was passiert. Wird er es schaffen, 100% zu holen oder nicht? Das ist die Frage. Er hat bisher, glaube ich, fast immer 100% geholt. Ich glaube, einmal nicht. Ich glaube, in einer Runde nicht. Ansonsten, glaube ich, immer. Und jetzt sehen wir, dass auch die Gladi gezündet. Zack, zack, zack. Schon mal ordentlich mit dem Schild Schaden gemacht. Die Kanone oben ist kaputt. Was lebt noch? Ein Multi-Inferno lebt noch. Oh, sieht gut aus. Ist natürlich jetzt in diesem Finale auf diesem hohen Niveau ist das natürlich auch eine Zeitfrage. Denn ihr müsst bedenken, wie lange wird Stefan brauchen? Wird Stefan 100% holen? Falls ja, wie viel Zeit wird er noch brauchen? Bedeutet ja, wenn beide 100% holen, dann zählt ja die Zeit. 92, okay, es werden 100. Das halten wir schon mal fest. Es werden 100%. Die Frage ist jetzt, ist es schnell genug? Ist es schnell genug? So, wir sehen das jetzt noch. Die Königin kann noch ordentlich draufzimmern, macht sie auch. Und jetzt noch der Bombenturm und das war's. Das war's. Nicht so ganz viel Zeit übrig geblieben. Ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie viel es war. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Leistung von Simon. Und jetzt ja die Frage, wie viel hat Stefan geholt? Stefan? Oh, 0%. Warum war seine Klammerung nicht voll? Ich würde aber mal sagen, das lassen wir ihn auf jeden Fall wiederholen. Denn, ja, er hat ja direkt abgeschenkt und bis gleich. So, alles ist geregelt, er hatte irgendwie keine Super-Kobolde bekommen, obwohl eigentlich, also ich habe ihm sogar noch gespendet und die Anfrage war weg. Und dadurch, dass die Anfrage weg war, kann man ja davon ausgehen, die Klammerburg war voll. Aber in Ordnung, Sepp Lalo, wie sprecht ihr das auch? Sepp Lalo? Oder für Loons oder Sepp Lalo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, die Gladi ist kaputt gegangen unten. Au, oh, ob ihm das mal nicht zum Verhängnis wird. Der Inferno-Turm, der Single-Inferno, ist nicht mehr ganz down gegangen. Die Gladi hat es zerrissen unten. Sie konnte zwar noch gezündet werden, aber es war es dann. Oh Gott. Okay, das wird auf jeden Fall interessant. Ja klar, er will natürlich jetzt wieder ein bisschen schon mal was wegholen. Das Katapult muss weg. Der Bogenturm kann weg. Der Feger kann weg. An der Seite sehr schön schon mal die beiden Loons gesetzt, um schon mal den Bogenturm zu holen. Erstmal, da drauf ist mal eigentlich einen Kaffee. Moment, so. Genau gesagt. Keinen Kaffee, sondern einen Espresso. So, Königin gezündet. Kanone ist weg. Und jetzt natürlich gleich noch den Feger. Der muss... Ja, der Feger ist auch weg. Der stört natürlich sonst auch. Lava und eins. Oh, ein Tesla an der Seite. Simon hat vorgesorgt. Noch ein zweiter Tesla, der aufploppt. Die Adler-Dev schießt schon mal nach unten. Das macht aber nichts. Single Inferno natürlich gut. Denn wenn einmal der Hund aufgeploppt ist, dann hat der Single Inferno natürlich Probleme. So, zack, zack, zack. Der Inferno-Turm ist weg. Die Loons mit dem Allzauber. Au, oh, Adler ist auch weg. Jetzt noch auf den X-Bogen. Schön das Katapult schon mal gefreezed. Und da kommt der nächste Hund angeflogen. Der Hund geht direkt auf die Luftabwehr. Das ist schon mal gut. Das Katapult kann sich nicht mehr wehren, weil er es gefreezed hat. Der Zeppelino geht dahin. Der ist unbehelligt durchgekommen. Die hat noch immer irgendwas Spezielles in dem. Ich sehe es jetzt gar nicht genau, was da drin war. Oh, noch der Drache.
Der Drache! Und das Ding ist weg. Das Rathaus ist weg. 71%, 72%, 73%. Jetzt ist die Frage, reicht es von der Zeit? Bei Simon war es ja relativ knapp, was die drei Sterne angeht. Die Frage ist, reicht es bei Stefan mit der Zeit? Der Außen kann jetzt noch so viel wegräumen. Auch wenn die Lava-Puppies da jetzt noch ein bisschen Probleme haben mit der Skelettfalle. Aber das wird schon klappen. Es sieht gut aus. Headhunter ist da noch, kümmert sich noch um das Lager. Er hat sogar noch den Eilzauber, denn wir dürfen ja nicht vergessen, da ist noch der Tesla, da ist noch der Inferno-Turm, der auch noch da ist. Aber das sieht gut aus. Oh, jetzt gehen sie noch da drauf. Zack. Während meine kleinen Mitbewohner hinten im Käfig gerade, ich höre das nur in meinem Hintergrund, ich kann es gerade nicht sehen, da müsste ich mich umdrehen. Immer genau dann, wenn ich aufnehmen will, dann gehen sie gerade ab. Aber das war's. Das war's. Das war's. Er war schneller, definitiv schneller. 1-0 für Stefan. Es bleibt spannend. Wir gucken direkt weiter. Spiel Nummer 2. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da und wir werden das jetzt nach der Reihe machen. Bedeutet, für euch noch ein paar Angriffe mehr. Und Stefan ist der Erste, der hier den Federhandschuh hinschmeißt, hinwirft. Stefan gegen Simon. Runde Nummer 2. Ich habe gesagt, dreimal eine andere Base, bitte. Das ist ja auch sonst klar. Sonst wäre es ja auch langweilig. Sie haben ja beide schon die erste Base zerlegt. Und jetzt geht's rund. Jetzt kommt der Zeppelin von oben. Oh, und er kann durchkommen bis zum Rathaus. Und der Feger konnte überhaupt nichts machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hund in der Klanburg bei Simon. Jetzt... Oh, ja, geht das, jetzt ist es down. Das Rathaus ist down. Die Königin kann sich jetzt um den Hund kümmern. Das ist natürlich auch mal eine Zeitfrage, ne? Die beiden gehen... Ja, die beiden erreichen sehr oft 100%. Das ist klar. Oh, super Kobold übrigens, ne? Für das Lager. Der Hund ist jetzt gleich kaputt. Beziehungsweise die Lava-Puppies. Da helfen noch zwei Bogies mit. Die Königin musste ja noch nicht zünden. Ja, ist halt die Sache. Die beiden sind sehr schnell immer. Und das ist dann eine Zeitfrage. Wer ist schneller? Ich persönlich tendiere dazu, ich trödel immer viel zu lang und habe dann am Ende keine Zeit mehr übrig. Bei denen sieht das so einfach aus, wenn sie da noch so im Endeffekt, wo man denkt, da ist doch kaum noch Zeit übrig und dann schaffen sie es trotzdem. 1,57, wir werden es sehen, das Baby räumt natürlich schon mal richtig gut auf. Außen, ja, die Werkstatt hat es auch noch gekriegt. So, Königin, ja, geht weiter ihren Weg. Nun hinterher, der gegnerische König ist weg. Oh, Skelettfalle nochmal und... Zack, oh, offen gesprengt bei der Kanone, jetzt muss die Queen natürlich gleich beschützt werden, ja, so nämlich, durch den Freeze, und jetzt wird der Inferno-Turm kaputt gehen, dann kommt die Gladi gleich schon an, jetzt sind es nur noch 1 Minute 25, alter Stefan, beeil dich, du hast nicht mehr so viel Zeit, so, und jetzt kommt der Rest vom Schützenfest, der Rest der Hybrid-Truppen, das Rathaus ist nämlich weg, zack, und jetzt noch, okay, wir haben 40%, Wir haben 40%. Die Frage ist, reicht es? Die Frage ist, reicht es von der Zeit oder reicht es nicht? Wird er es schaffen jetzt in 1 Minute 5? Es ist wirklich nicht mehr viel übrig. Der hat ja auch noch, im Endeffekt noch einige Zauber übrig. Er kann noch die Königin, den Warden und die Gladi zünden. Er hat noch einen Super-Kobold. Also Schleich-Kobold. Ich habe eben Super-Kobold gesagt, ne? Schleich-Kobold. Ein Magier hat er noch und ja. Jetzt wird die Adler-Def auf jeden Fall erstmal draufgehen. Ja, schön gezündet schon mal. Dadurch, ja, die Riesenbombe, die konnte ihn gar nichts anhaben. Das Katapult im Endeffekt, oh, das war natürlich super. Gerade als das Katapult nochmal schießen wollte, es hat nochmal einmal geschossen, aber da waren die Truppen noch in der Aura vom Warden mit der Fähigkeit versehen und danach konnte er schön freezen. Das Katapult war gerade die ganze Zeit ausgerichtet auf die Königin. Die anderen Truppen konnten auch wunderbar hinterher. Okay, es wird reichen, glaube ich. Oder es wird entweder es, also von den Truppen her wird es reichen. Die Frage ist jetzt von der Zeit. Er hat noch 17 Sekunden, 16 Sekunden, er kann die Königin noch zünden, muss er gleich auf jeden Fall mal machen. Er hat er jetzt auch. 11, 10, 9, 8, oh, wie spannend, 7, 6, 5, 4, 3, oh Gott, 3 Sekunden. Oh, Stefan, du machst es ja wirklich spannend. Eie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 i. Das war stark, auf jeden Fall, 100%, super gemacht, 3 Sekunden. Und dann gucken wir mal weiter, kann es Simon rumreißen? Bis gleich. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal direkt, was denn der Simon macht. Oh, der ist schon dabei. Entschuldigung, da ist schon ein bisschen was los. Er hat schon was weggesappt. 10 Drachen, oh, das finde ich lustig. 6 Fledermäuse. Ich bin mal sehr gespannt. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall einige gute Taktiken heute. Der Hund kommt raus. Klar, er weiß natürlich, dass ein Hund drin ist. Hat wahrscheinlich dementsprechend jetzt auf Drachen gewechselt. 3x Single Inferno, ich bin gespannt.
Die Single Infernos, zwei davon sind direkt in der Nähe. Ja, im Endeffekt zwischen dem, also hinter, quasi einmal hinter dem Magierturm, einmal vor dem Magierturm. Die Katapulte auch noch da. Okay, das erste Katapult ist weg. Ja, der Magierturm ist weg. Der Inferno-Turm. Wird er es noch schaffen, ihn zu holen? Ja, der ist auch weg. So, Luftabwehr außen weggeholt. Oben der Hund ist jetzt gleich kaputt. Warte. Immer noch nicht kaputt, der Hund. Der hält noch durch. Oh, der Zeppelin geht durch. Der Zeppelin geht aufs Radhaus. Er hat schon jetzt gleich den zweiten Stern am Start. Der Hund lebt immer noch. Ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht genau, inwieweit das jetzt noch störend ist. Aber er hat, okay, zwei Sterne am Start, 70%. Jetzt kommen die Fledermäuse auf der rechten Seite. Jetzt kommen schon mal die Fledermäuse. Gehen auf den Turm, gehen jetzt auf die Kanone. Jetzt schön auf den Magierturm. Hoffentlich reicht der Freeze. Er muss noch mal einmal freezen. Zack, down. Luftabwehr jetzt gleich auch down. Und der Single Inferno hat keine Chance mehr. Der Single Inferno hat keine Chance mehr. Und der Hund kann nichts machen. Der Hund kann absolut nichts mehr machen. Eigentlich sogar gut, dass er nicht kaputt gegangen ist. Aber die werden sich gleich drum kümmern, die Fledermäuse, hundertprozentig. Die kümmern sich gleich noch drum. Oh, und jetzt sind es noch 1 Minute, 7, 6, 5 und das war's aber. Das war's. Also das, wir wissen schon, er wird die zweite Runde definitiv gewinnen. Und damit steht es 1:1. Außer es passiert jetzt irgendwie noch was ganz Dummes oder so. Das wird aber nicht mehr passieren. Wir können schon mal das Ergebnis eintragen. 1:1. Der Ausgleich von Simon in diesem Finale Best of Three. Und es geht eigentlich gleich direkt schon weiter. Stark gemacht. 100%. Ja, das war auf jeden Fall in der zweiten Runde deutlich. In der ersten Runde war es dann etwas deutlich für Stefan. Und Runde 3. Bis gleich. So. Es geht direkt weiter. Simon ist am Start. Jetzt wechseln wir mal durch. Simon fängt an. Simon kann es jetzt, also es ist sowieso jetzt die letzte Runde. Wer das gewinnt, hat dann den zweiten Sieg eingefahren. Er steht 1:1. Gesäppt in der Mitte. Dritte Base am Start. Wir sehen wieder Sepp Lalu. Sepp Lalu. Sepp Lalu. Sepp Lalu. Sepp Lalu. Sag mal ganz schnell, sag mal, jetzt nehmen wir am Stück Sepp Lalu. Also. Da kommt schon mal der erste Ballon und dann kann er mit dem Baby Dragon schon mal ein bisschen aufräumen. Er will natürlich gleich noch den Minenwerfer, glaube ich. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn er den direkt schon mal holen würde. An der Seite der Yeti, zack, erster weg von den Tesla, der zweite nicht mehr ganz geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, was wird er machen? Es ist eine Zeitfrage, okay. Eisgolem und Hund und Eisgolem und König. Königin jetzt nach rechts. Der zweite Eisgolem. Okay, der läuft jetzt da durch. Der zweite Eisgolem läuft jetzt da durch, durch die Lücke. Headhunter hinterher, für die Gladi natürlich. Dadurch wird die Gladi jetzt gleich relativ schnell weggehen. Ja. Die Gladi von ihm ist jetzt dabei, das Katapult zu holen. Er hat jetzt gleich schon relativ viel geholt. Wir sehen in der Mitte einen Multi-Inferno und unten zwei Single-Infernos. Was natürlich noch lebt, sind da unten die beiden Luftabwehren und die Adler-Dev. Aber die Gladi ist noch gut dabei. Kümmert sich jetzt erstmal um den Magierturm zusammen mit der Königin. 1,43 Rest. Ich bin mal sehr gespannt, was er gleich machen wird. Er hat natürlich da noch den Zeppelin für das Rathaus. Nicht vergessen. So, Hund Nummer 1 mit Ballons. Ballons noch links hingesetzt. Da unten noch. Hund müsste gleich eigentlich noch überholen irgendwo unten. Bin ich mal gespannt, wo er noch die restlichen setzen wird. Ja, da kommt erstmal der Zeppelin. Wo ist der andere Hund? Wann kommt der andere Hund? Der wird wahrscheinlich dann links irgendwo kommen. Ja, da ist der Hund. Zusammen mit den Ballons. Der Hund konnte sogar gar nicht mehr auf die Luftabwehr fliegen, weil gar keine Luftabwehr mehr da ist. Und jetzt das Zeppelinchen ganz easy bis zum Rathaus durch. Da kommt jetzt gleich noch der Drache raus wahrscheinlich. Ja. Und dann, oh nein, der Drache geht auf den König. Aber es hat noch gereicht, weil er noch Schleichkobolde drin hatte. Deswegen hat es noch locker gereicht, dass die Schleichkobolde sich noch ganz easy das Rathaus geholt haben. Okay. Simon hat vorgelegt. Es bleibt natürlich spannend. Aber wir sehen jetzt schon, worauf es hinauslaufen wird. Es werden 100%. So, jetzt ist die Frage. Bei 10 Zuschauern übrigens, Dankeschön für die ganzen Zuschauer. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Zeit wird noch übrig bleiben? 38 Sekunden. Das ist ja natürlich nicht mehr ganz so viel. Wir werden es sehen, ob es... reicht das? Oh, da ist nämlich noch die Tornado voll in der Mitte. Und der König lebt noch. Jetzt gehen die ganzen Truppen erstmal auf den König drauf. Das kostet natürlich Zeit. 26 Sekunden noch. Oben sehen wir noch einen Barbar und einen Bogi. Da an der Seite sind noch ein paar Truppen übrig. Also ich denke mal schon, es wird reichen. Paar Sekunden werden auf jeden Fall noch... Ja, paar Sekunden bleiben auf jeden Fall noch übrig. So 10 bis 7 Sekunden wahrscheinlich werden noch übrig bleiben. Würde ich jetzt mal schätzen. So in dem... Okay, 10 haben wir jetzt. 9. 8. 8 Sekunden. 8 Sekunden, Rest 100%. Damit...
bleibt er auf jeden Fall im Spiel. Nochmal 100%. Krasse Geschichte. Werden wir jetzt hier einfach mal nur 100% sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was macht Stefan im letzten Angriff der Bundesliga? Wir werden es sehen. So. Er ist schon dabei. Der letzte Angriff der Bundesliga läuft. Der Zeppelin ist auf dem Weg und kümmert sich jetzt dann hoffentlich um das Rathaus. Da kommt ein Hund raus. Wir werden es sehen. Aber ich meine, er hat ja noch die Schleichkobolde drin. Die Schleichkobolde kümmern sich auf jeden Fall um das Rathaus. Das ist schon mal nicht schlecht. Oben jetzt der Giftzauber drauf. Die Königin ist dabei, sich darum zu kümmern. Wir sehen Hybrid. Stefan lässt jetzt hier nichts anbrennen. Versucht es mit Hybrid, den Titel nach Hause zu holen. Es gilt 100% und 8 Sekunden Rest zu schlagen. Das ist jetzt hier der Benchmark. Das ist das, was es zu schlagen gilt. Okay, der Hund ist kaputt. Lava-Puppies sind da. Königin ist aber noch gut dabei. Er hat sie noch nicht zünden müssen. Wie gesagt, immer eine Zeitfrage, ne? Sie werden immer in der Lage sein, 100% zu holen. Vielleicht manchmal Zeitfail oder so. Das wird man dann sehen. Königin ist jetzt oben zugange. Kümmert sich um die Mine, um den Tesla. Ja, Supermauerbrecher, ich liebe ja, wenn man die Supertruppen benutzt. Und sie benutzt ja sogar zwei Supertruppen, nämlich die Schleichkobolde für die Clanburg und natürlich auch die Mauerbrecher ab und an mal. Super, weil sie halt immer explodieren. Das ist natürlich eine gute Sache dabei. Und bei einem Freundschaftsspiel hat man ja sowieso alle zur Verfügung. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Magier am Start, Headhunter hinterher, kümmert sich jetzt um den König, hilft mit der Königin. Und jetzt kommt der erste Loon. Loon geht auf den Magierturm drauf. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt kommt noch der andere Supermauerbrecher. Der sprengt da jetzt noch schön offen. Ja, oh, eine Heilerin hat es gerade zerrissen. Der Magierturm ist auch nicht ganz gefallen. Wir werden mal sehen, was passiert. Jetzt kommt der Rest schon. Beziehungsweise schon bei 1,18 Rest. Kommen dann schon die Truppen hinterher. Erst die Miner, dann Gladi und Warden und dann die Hawk Rider hinterher. So, Luftabwehr ist kaputt da vorne. Ist halt nicht ganz so wichtig. Das Katapult muss halt noch irgendwie down. Interessant, was jetzt gleich noch passiert. Gefreezed. Da schießt jetzt schon die Adlerdev drauf ein. Die Adlerdev ist noch da. Die Königin ist noch dabei. Es wird, glaube ich, knapp. Es wird, glaube ich, knapp werden. So, jetzt ist zwar das Katapult weg. Oh, die Königin musste echt kämpfen. Die lebt aber immer noch. Die Königin ist immer noch am Leben. Die Adlerdev muss jetzt halt weg. Oh, okay, die Adlerdev konnte zwar nochmal schießen auf den Warden, macht aber jetzt gar nicht mehr so viel aus. 61%. Ich bin mal sehr gespannt. Werden wir nochmal 100% sind oder nicht? Aber so viel lebt leider nicht mehr. Das wird, glaube ich, nichts. Jetzt kommt auch noch eine Skelettfalle raus. Gladi lebt noch. Königin hat er gezündet. Inferno-Turm down. Der ist auch down. Es wird ein Zeitfail. Es wird ein Zeitfail. Das wird nichts. Das wird ein Zeitfail. Er wird es, denke ich mal, von den Truppen noch schaffen. Denn die Königin lebt ja noch ganz gut. Aber die 8 Sekunden, das war's. Damit ist Simon der neue deutsche Meister. Clash of Clans Bundesliga Saison Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch, aber auch dicken Respekt an Stefan. Es war wirklich ein geiles Finale. 87%. Ey, so viele 3-Sterne-Angriffe. Einen einzigen 2-Sterne-Angriff jetzt sogar. Und ja, sogar noch 87% geholt. Das war auf jeden Fall ein... Ja, ich fand richtig geiles Finale und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal eine Bewertung da. Vergesst nicht, Creator-Code MBF einzugeben. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Macht es gut und nochmal vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Macht's gut. Tschüss.